Die Kaisertreuen glauben, dass die Emily in der Golden Cat von den pendelnden Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupte Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendleton, verlasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lord Regenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Crutus und Lord Morgan Pendleton. Herzlich willkommen, liebe Community, bei den Zwergaunern. Und ein großes tut mir leid, dass es nach 2 Wochen jetzt erst wieder ein Video gibt. Das hatte private Gründe, sowohl auch stark ausgeprägte zeitliche Gründe. Nichtsdestotrotz werden wir das nächste Let's Play starten und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja, wir haben hier aufgehört und haben uns dafür entschieden, dass wir die Pendleton-Brüder auf harmlose Art und Weise erledigen. Und das versuchen wir jetzt auch einfach. Hat er was Schönes Wollen doch für Sie uns? Mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Ja, her damit. Gute Preise, zeigen Sie, was Sie haben. Bauplan Vergrößerungslinse. Gönnen wir uns. Und gönnen wir uns. Das ging jetzt nämlich ordentlich an die Kohle, die wir auch mit aufgesammelt haben. Ja, es gab tatsächlich 2 Wochen kein Let's Play von den Zwergaunern. Und hier ist nämlich jetzt wieder, man kann sagen, die Premiere unseres Neuanfangs. Neuanfang kann man das nicht nennen. Es ist eine Wiedergeburt. Ups. Pfui. What the hell? Also, die konnten wir jetzt nun wirklich nicht auf gute Art und Weise vernichten. Ach, ich kenne die doch hier. Gräfin tut euch nichts. Und wir haben ein Knochenartefakt gefunden. Ah, dort kommen wir nicht weiter. Nice one. Da müssen wir uns irgendwo einen anderen Weg. Hast du ihn gesehen? Den aussuchen. Den Mann mit den wieder dunklen viel zu lesen. Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil übernehme. Ja. Die Lumpengräfin übernimmt ihren Teil. Sagst du ihm das bitte, wenn du ihn siehst? Ja, natürlich sage ich ihm das. Für die Lumpengräfin tue ich alles. Na, was ist noch so hier so Schönes? Lieber Daniel, ich habe einen Post und bliblablub, wie auch immer, machen wir uns weiter auf den Weg. What? Sieht nach einem Zombie aus. Müsste jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Du wolltest uns die Macht rauben, Narren. Dip, 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 dip. Schön ist die Welt. Dim, 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 dim. Dreckige Schlammkrähe. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will nicht solche. Her damit. Nein. Baby, bitte. Wir brauchen es. Wenn die Stadtwache krank wird, wie sollen wir sie dann beschützen? Hail. Aus, aus, aus. Danke, Sir. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Haha, ich wüsste wie. Moment, nehmen Sie dies.
Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunstcenter an der Hauptstraße. Ich habe für ihn gearbeitet, vor der Seuche. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Es schon wieder? Also tatsächlich der Schlüssel von Buntings Haus. Das ist aber sehr, sehr interessant. Interessant, interessant. Das versuchen wir nochmal. Diese Gegend schreit mir nach Gegnern. Dieser Bezirk steht ab sofort. Machen Sie das Erklärung. Die Einhaltung wird strengstens durchgeführt. Bunting House. Wir dürfen natürlich zwischenzeitlich niemals vergessen, dass wir hier auch Artefakte haben, die wir noch sammeln sollten. Personal Room. Wie zum Beispiel da. Soweit ich weiß, hatten wir aber keine Slots mehr da. Die werden wir uns beim nächsten Level kaufen müssen. Pfui, Teufel, weg hier mit euch. Euch will ich hier nicht haben. Ekliges Pack. Wo führt uns das jetzt hier hin? Die Golden Cat. Ich würde gerne aber zu Buntings Haus als erstes. Nun weiß ich jetzt nicht, ob Buntings Haus sich unten schon befindet. Oder ob das hier irgendwo tatsächlich an der Hauptstraße ist. Eieieiei. Das ist ja nicht wenig. Dort müssen wir uns versuchen, irgendwie nach oben zu hangeln, dass wir uns diesen Weg über die obere Ebene. Und ich weiß auch schon wie. Fail. Absolut gefailed. Das nervt einfach, dass man ja das wäre jetzt auch wieder. Das wäre vorhin gar nicht mal so schlecht gewesen. What the fuck? Es hat geklappt. What the hell? Und ich bin hier oben. Es hat tatsächlich geklappt. Doch ob das jetzt. Jetzt bin ich hier auf dem Dach und ich habe echt stark das Bedürfnis, einfach mal abzuspeichern. So.
Golden Cat. Naja, gut. Jetzt haben wir es wenigstens versucht. Nice. Massenzerstörung. Das ist doch mal nice, oder? Jetzt haben wir im Prinzip diese ganze Maschine umgewandelt. Und haben das jetzt auf unserer Seite. So wie sich das gehört. Buntings Achillier oder wie auch immer. Naja, wir haben niemanden getötet. Die Maschine war's. Und jetzt haben wir hier natürlich wieder ein starkes Problem. Nice. Sollte man möglichst nicht versuchen, dort irgendwie durchzutreten. Es war ein Versuch wert. Achtung, Bürger von Dunbar. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich auf. Aber ich würde mal sagen, wir steppen jetzt weiter. Sieht alles sonst anders keinen Sinn mehr. Und ab zu Golden Cat. Und da sind wir in unserem, Geheimgang gelandet. Wir sind doch gleich, aufs Dach gestiegen, aber es hat nicht geklappt. Hier werden wir, glaube ich, eine Menge Geheimwege finden. Das sagt mir irgendwie mein Gefühl so. The Golden Cat. Keine gute Wahl. Diese Wege sollten wir vermeiden. Okay. Wir versuchen das Ganze unbemerkt zu verlassen. Ob uns das richtig gelingt, das werden wir jetzt sehen. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ja, natürlich. Ich muss diese Stelle behalten. Besser, bringen Sie eine Flasche. Ich bringe eine Flasche. Besser, bringen Sie es. Ich sag, wir statten Ihnen einen Besuch ab. Es gibt keine Beweise. Sie sagen, sind Beweis genug. Sie sind immer noch nur Ratten. Den kann man doch jetzt auch bestimmt mit Betäubungsfallen. Ja, das könnt ihr euch auch ansehen.
zu finden. Damn it. Damit. So. Keine Sorge, ich finde dich schon noch. Eieieiei. So. Und damit das jetzt auch ein bisschen schneller geht, würde ich empfehlen, dass wir diese ganze Geschichte ganz beenden. So. Sieht doch alles schon mal sehr nice aus. Alles gut ausgeräumt. Mal kurz abchecken. Wollen wir den Ratten mal ein bisschen was schenken? Dazu sind doch die Container da, nehme ich mal an. Dass wir die Menschen in diese Container reinwerfen können. Liebe Pendleton-Brüder, wie werden wir euch jetzt vernichten? Und wo ist diese bekannte Hauptstraße, von denen die alle sprachen? Das ist, nehme ich mal an, der andere Eingang. Und uns wurde ein Schlüssel gegeben. Knochenartefakte. Mein lieber Mann, da gibt es aber jetzt ganz schön viele hier in diesem Level. Ganz schön viel Material. Und dort oben ist zwar auch was. Einmal. Ich häng fest. So. Es gibt immer eine Lösung, um ein Problem zu überwinden. Ja, hab ich doch gesagt, da kann man doch hoch. Ja, aber nicht rein. Hm. WTF? Meine Fresse. Oh, das wäre das Ende des Let's Plays gewesen, aber definitiv. Die Motivation danach nochmal anzufangen, ist doch relativ schwer. Also, Hauptstraße, Schlüssel. Noch habe ich hier keinen Erfolg. Für
Vielleicht soll es auch so sein. Das wird mit Sicherheit nicht der Ausgang sein. Aber sowas von gar nicht. So, der Rest ist in diesen Gebäuden drin, ne? In das wir uns jetzt hereinwagen werden. Für Aufsehen haben wir allerdings schon gesorgt. Darum müssen wir uns jetzt nicht mehr kümmern. Einige Sachen sollten wir wohl doch aber noch ein bisschen verhindern. Jetzt, wer ist das denn da? Was ist denn für ein Kollege da? Aber bezahlbar. What the fuck? Toll. Ja. Das wird in dem Sinne auch nichts mehr. Was zum... Ja, die Köpfe liegen hier noch rum. Kann man die Köpfe irgendwie hier beheben? Nee. Das, was jetzt hier rumliegt, ja, das liegt hier jetzt halt rum. Ist jetzt nicht so nice. Und wir begeben uns in das Innere dieses Raumes. Ziel aktualisiert. Emilys Aufenthaltsort. Ist das so? Die Pendletons sind wieder hier. Reich und größtenteils sauber. Was will man mehr? Aber sie sind Trunkenpaare. Was? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ei. What the hell? Hallo? Mist! Oh nein! Hier. Eieiei. Eieiei. So. Wir sind in der Klemme. So. Scheint wohl, als hätten wir uns ein bisschen in einen Raum verzogen. Wo kam der denn auch plötzlich her? Kunsthändler. Nice. Den gönnen wir uns doch gleich. Ja, das passiert halt mit Leuten, die mich einfach grundlos töten wollen. Ich will dir noch gar nichts tun. Ja, jetzt wisst ihr ja eh, dass ich da bin. Ich brauche hier nicht einen auf Geheimnis zu machen. Allerdings könnte ich... Ja, alles okay? Ja, brauche ich einiges, vor allem finanzielle. Hi.
WTF? Übertreib die Lage nicht, ne? Voll am Durchdrehen. Oh, nice. Gib mir die Ware. Und ich habe wieder Bedürfnis, einmal kurz abzuspeichern. Einfach nur mal so aus purer Sicherheit. Sag mal, ist die jetzt da losgerannt? Kunsthändler. Ja. Morgen ist im Erdgeschoss, richtig? Ich muss die Männer auf ihre Posten schicken. Das Elfenbeinzimmer. Alles, was ich Ihnen sagen kann, dass es komplett schallisoliert ist. Den Rest können Sie sich denken. Castis macht mir weniger Schwierigkeiten. Manchmal wartet er nur im Rauchsalon und redet mit einem Mädchen. Lustig, wofür manche Leute Geld bezahlen. Das ist tatsächlich lustig. Das ist doch wirklich verflucht. Es ist doch heiß. Das wird mir langsam zu blöd. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ihr kennt mich, ich bin immer ungeduldig in solchen Situationen. Sag mir nicht, ich wollte gerade sagen. So, dich führen wir jetzt mal aus. Habt ihr keinen Hunger? Hunger hatten sie nicht. Ich denke mal, großartig verpassen werden sie in dem Sinne auch nicht viel. Büro der Madame. Dies brauchen wir doch immer. Ich weiß, die Betten werden knapp, aber ich brauche ein Zimmer für das Kind. So. Getrunken wird hier heimlich. Hier muss doch irgendwo... Sie liebt mich. Oha. Lassen wir ihn mal bewusstlos schlafen. So. Raus mit dir. Aristokrat. Dich brauchen wir nicht. Du?
Im Grunde bist du ja unschuldig. Du tust nur deinen Job. Dann wählen wir diesen auch nicht weiter. Ja, tut, was ihr tun müsst. Du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Du hast kaum etwas getrunken. Wach auf! Kunsthändler. Endlich. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? So wie letztes Mal, verstanden? Langsam. Und nur auf mein Kommando den Stromstoß aktivieren. Verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du's, dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Sollen wir ihm jetzt Strom geben? Wir tun es. Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendletons sind hier, nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen, ihnen Tausende gestohlen. Ist das so? Freches Kind. Oh, du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Habe ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener. Wir sind fertig. Jetzt sollen wir seine Diener rufen. Elfenbeinzimmer. Gutes Schlafraum. Konzentrier dich bitte. Du hast wohl Freude an der Arbeit. Vorsichtig, ich habe einen Herzfehler. Wundert euch nicht. Wenn ich etwas zurückhaltender bin, es liegt einfach nur an der Konzentration an diesem Spiel. Fakt. Wie sollen wir jetzt die Pendleton-Brüder töten? Ganz leise, still und allein.
Nicht tödlich. Tödlich überzeuge den Kunstländer, dir seine Tresorkombination zu verraten. Okay. Also müssen wir noch einmal. Jetzt können wir uns gleich. Wobei, sie könnte doch schon eigentlich nach unten laufen. Hi. Und bin wieder weg. Mit sie? Nicht jemandem Bestimmtes. Und dieser Bestimmtes ist nichts und niemand. Oh, eine Shisha. Shisha. Wir lieben dich. Die Shisha. Wir brauchen dich. Ach. Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Warum liegen hier Stroh? Kavo? Du bist es! Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. Ja. Das könnte jetzt echt amüsant sein. Ich sehe schon, wie ich das Schwert Emily in den Rücken rammen werde. Sieht soweit eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Schließlich, dieses Haus liegt am Fluss. Du bist mit einem Boot gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Wieso zum Teufel weißt du, dass ich mit einem Boot gekommen bin? What the fuck, Alter? Mysteriöser Scheiß, ey. Warum weiß sie, dass ich mit einem Boot gekommen bin? Freunde, erzählt es mir. Naja. Wir kümmern uns jetzt mal geschmeidig. Diese Tresornummer. Geschieht mir recht. Halte dich an unsere üblichen Zeilen, bitte. Kann man sich die jetzt so holen oder kann ich ihnen einfach mal so einen kleinen Stromschlag verpassen? Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Ich werde dich auspeitschen lassen, du Schlampe. Halt, du bringst mich doch um. Wachen, kann mich jemand hören? Was zum... Wer bist du? Was willst du? Der Safe? Ja, natürlich.
Die Kombination ist 879. Nimm alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. 879. Und ob das stimmt? Müssen wir es jetzt auch überprüfen? Ja, nicht tödlich. Kehre mit der Tresorkombination zu Sledger zurück. Wir vertrauen ihn einfach jetzt auch mal. Und machen uns hier mal ganz geschmeidig vom Acker. Ja. Gibt's hier noch irgendwo ein Herz? VIP-Ausgang. Elfenbeinzimmer. Ja, wir gönnen uns natürlich den VIP-Eingang. Ich müsste eigentlich alle Artefakte sowie auch die Runen aufgesammelt haben. Trip. Und hier sind wir am Ausgang angelangt, bei unserer Lumpengräfin. Ich habe Futter. Schön, dich wiederzusehen, Geliebter. Aber stirb jetzt nicht, sonst fällt das Mädchen in den Fluss. Oh, die gibt uns aber sehr hilfreiche Tipps. Stirb jetzt nicht, sonst fällt sie in den Fluss. Ja, wie das halt nun mal so ist. Jetzt zu sterben wäre nicht so nice. Der Hals da ist. Wie wäre es denn, wenn wir unseren Zauber noch mal kurz austesten? So geil. Aber wir müssen jetzt zu Slapjoyer wieder zurück. Ich Idiot. Was sehr viel Spaß gemacht hat. Da oben reinzuspringen und das ganze Ding umzukoppeln. Schaffen wir das von dieser Höhe aus? Könnte ein bisschen problematisch werden. Ja. So. Weg sind wir. Ist keine Flusskriecher. Du wirst sterben. Hätten wir die jetzt so killen können, hätten wir die so getötet, und das hätten wir auch tun können, das wäre halt jetzt so der barbarische Weg, dann könnten wir nämlich direkt zu Emily zum Boot. Aber wir dürfen unsere Mission nicht vernachlässigen. Und ich hoffe, dass er ihn jetzt vernichten wird, die beiden Brüder. Hier, Kollege. Du hast mir die Zahlen gebracht. Ich suche schon seit Monaten nach der Kombination. Komm zu mir, wenn du eine neue Arbeit brauchst. Sledger weiß, wenn er einen guten Mann vor sich sieht. Na klar, willst meinen Plan für die Pendletons wissen. Sieh mal, die Pendletons haben diese Minen. Hunderte von Leuten arbeiten da eine halbe Meile unter der Erde. Ich werde den beiden ihre Köpfe rasieren, die Zunge rausschneiden und sie in ihre eigenen stinkenden Minen verfrachten. Dann sehen sie das Leben mit anderen Augen.
Ja. Damit wäre die Mission beendet. Und damit werden wir uns so langsam jetzt auch zu Emily machen. Sollten wir zumindest. Dort rushen wir jetzt, glaube ich, ja nicht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mir Mühe gemacht, eigentlich mit auf alles zu achten. Sichersten Wege hier lang zu laufen. Wenn wir jetzt hier gleich unten links am Wasser lang laufen, dann dürfte uns selbst das Ding da oben noch nicht mal erkennen. Jetzt kommt wieder diese Story hier. Ein bisschen Paranoia habe ich immer, wenn ich hier lang laufe. Und hier sind wir angelangt, meine lieben Freunde. Ich werde hier, bevor es hier losgeht, noch ein einziges Mal abspeichern. Damit wir auch das festhalten können, diesen Moment. Meine lieben Freunde, das war's von diesem lang und ausgiebigen Let's Play zu Dishonored. Und ich weiß, glaube ich, nicht mehr, welcher Part das ist. Der 9., der 10. Seht ihr, nicht mal ich alleine weiß, worum es hier bei uns weiter zu vergaunern geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Postet es in die Kommentare. Liked es, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Gefallen an diesem Video gefunden habt. So, jetzt habe ich es. Und ich hoffe, dass ich euch demnächst noch weiter so schöne Videos darstellen kann. Bis bald!